Berge sind für mich immer Stille auf der einen Seite, zur Ruhe kommen, diesen tiefen Seelenfrieden wiederfinden und auf der anderen Seite Neugier, Mut, Tapferkeit, Anstrengung, kämpfen, um über sich selbst hinauszuwachsen, um Dinge zu entdecken, die man vorher an sich noch nicht kannte. Ich bin jemand, der gern auf Abenteuer geht und sich was vornimmt, was größer ist, als ich selbst bin. Die sieben Summits haben sicher ganz viel in mir verändert. Es hat 14 Jahre gedauert, bis ich sie alle geschafft habe, also schon eine lange Zeit. Die haben mich an jedes Ende der Welt geführt. Ich habe mit den unterschiedlichsten Kulturen, Menschen zusammengelebt und gearbeitet am Berg. Ich habe so viele unterschiedliche Vegetationen und Blumen und Steine und Felsen und Eis und Schnee gesehen, dass ich, glaube ich, mit einem größeren Herzen wiedergekommen bin. Ich bin mutiger geworden und offener, mitfühlender auch mit anderen Menschen. Meine Lieblingsexpedition war die Antarktis. Also wenn man dort ankommt, hat man das Gefühl, die Erde ist gerade erst geboren. Da wächst tatsächlich nichts und da lebt auch niemand. Ich habe das so genossen, diese Ruhe. Das ist keine Uhr, die tickt. Und da entsteht so eine Stille in einem selbst, wo ich das Gefühl hatte, das ist wie nach Hause kommen. Ich bin endlich wieder da, wo ich vielleicht später mal hingehe oder wo ich hergekommen bin, in diese tiefe Seelenruhe zurück. Ich glaube, die Berge sind ein ganz guter Lehrmeister. Die Natur hat eine unglaubliche Großzügigkeit. Und wenn wir rausgehen und diese Großzügigkeit wieder spüren, können wir sie zurück ins Leben nehmen. Und die geht uns im täglichen Treiben im Alltag so oft verloren. Mein Lieblingsberg ist sicher der Mount Everest. Ich weiß noch, auf dieser langen Schneestrecke, die wir hochgegangen sind, ein Hügel geht hinauf in den nächsten Hügel, in die Unendlichkeit. Je mehr man kämpfen musste, umso großartiger ist der Gipfel. Wir saßen dort oben und haben hinausgeschaut über den Himalaya. Wie so zwei kleine Götter, die da sitzen. Und ich habe auf einen Blick gesehen, wie viel ich geschafft hatte. Das wünsche ich mir oft fürs richtige Leben, dass wir uns öfter die Zeit nehmen würden, uns umzudrehen und zurückzuschauen, um zu sehen, wie viel wir schon geschafft haben, uns Mut zu machen.